Rede mit der Sekretärin des Jadegemachs. Moment mal, wenn jetzt, wenn als nächstes Caging kommt. Es gab noch keinen Legendenauftrag für sie. Ich könnte mir vorstellen, dass dann ein Legendenauftrag für sie kommt. Und deswegen denke ich auch, dass jeder Charakter im Banner nochmal kommen könnte, weil es ist ja immer Akt 1. Hier steht ja Akt 1, also erster Akt. Das heißt, es könnte da auf jeden Fall bei den Legendenauftragen, könnte da ein neuer Legendenauftrag kommen mit dem Charakter. Und dann ist der Charakter wieder im Banner oder so. So stelle ich mir das vor.仕事量が多すぎます。私たち3人もいるのに。彼女は一体どうやってこの量を。必須の秘書はやはりただものじゃない。屈辱です。あら、あなたたちは。お前ら、行幸の手下じゃないか。ここで何してるんだ。行幸様の秘書です。手下ではありません。カウン様を見かけませんでしたか。 旅人さん、もう何日も頭痛の間から帰ってこないんです。彼女はリーウェイ七世全体を補佐している秘書で、私たちが今代わりに仕事をしているのですが。いやいや、 das denke ich halt auch, weil viele beschweren sich ja jetzt schon darüber, dass zum Beispiel der jetzige Banner nur 2 Wochen ist. Und dann ich habe im Netz schon gelesen, ja, da wird man ja gezwungen, Geld zu investieren. Niemand wird gezwungen, Geld zu investieren. Die Charaktere kommen wieder. Was passiert? Maini, Senin-Tachiga, Liyue no Tsumi o Toitadashi ni kita ken ni tsuite, wakai wa shita mono no. Also auf Ziao muss ich ja verzichten. Den werde ich in den 6 Tagen nicht mehr bekommen. Ich habe nur Angst, dass der nächste 5-Sterne-Charakter, den ich dort in dem Banner ziehe, dass der halt keiner der Limitierten ist, ne? Keiner der. Also, weil ich will ja nach Keijing, Keijings Banner, gibt es einen Charakter, den ich haben will. Den bekomme ich nicht, wenn ich Pech habe und einen anderen 5 Sterne bekomme. Ja, toll. Ja, ist halt so. Aber man kann eh nur 4 Charaktere haben. Xiao ist mega stark, habe ich schon gesehen, aber ich habe jetzt auch Keijing, Ganyu. Die finde ich gut. Und wenn man Diluc hat, hat man auch schon einen starken Charakter. So.
もうどれくらい働いたかわかりません。今みたいに小休憩を取ることでさえ罪悪感を覚えます。つまりめちゃくちゃ緊急事態ってことなんだな。ところで旅人さんは絶雲の間に自由に出入りできるそうですね。当然、何回も言ってるからな。よかった、私たちの代わりに絶雲の間に行ってカウン様を探してきてくれませんか。私たちが倒れてしまう前に。Na gut, es geht in meinem Leben tot. 助かりました。カウン様は龍雲釈風神君のところに向かうと言っていました。まずはそちらを探してはどうでしょう。もう時間です。 Also ich nutze ja meinen Char sowieso sehr gerne. Manche, also ich hatte ja schon mal jemanden im Chat gehabt, der hat gesagt, also der hat halt so gemeint, hier, weil ich meinen Char auf Level 90 habe. Fand er das merkwürdig. Aber ich komme mit dem meinen Char eigentlich gut klar. Nutze ich zwar momentan erstmal nicht, weil ich mein neues Team ausprobiere. Keiji und Ganyu. Da wusste ich nicht, wie ich meinen Char da reinbauen soll. So. Aber der bekommt ja auch noch neue Elemente und so weiter. Und ich finde das Verwirbeln so mega genial. Aber ich brauche sowieso noch viel, viel bessere Artefakte. Ich habe da nicht gerade das Beste vom Besten. Ach so, den nächsten Banner-Char. Weil du geschrieben hast, unser Char. Ja, das ist. Wenn man das Element switchen könnte mit Knopfdruck, das wäre auch cool, das stimmt. Das würde den Traveler auch wieder interessant machen. Wenn mal ein Element fehlt und so, zum Beispiel Eis. Deswegen habe ich ja jetzt dieses Team Caging Ganyu, weil ich brauche auch mal Eis im Team. Caging ist zwar Blitz, aber... Aber ich hatte ja sonst immer Fischl als Bogenschützin und die ist ja auch Blitz, deswegen dachte ich mal, diese Kombo auszuprobieren. Und ja, gegen manche Gegner ist halt Eis sehr effektiv und ich hatte bis jetzt nur Diona. Weswegen ich sogar mal eine Zehnerziehung... wo ich mir dann halt mal eine Zehnerziehung auch gekauft habe, damit ich Ganyu bekomme. Geht die Szene sofort los oder kann ich... Es sind Zwillinge! Sorry, muss ich fotografieren? Das ist einfach so genial. Nice. お二方、ここでお会いするとは、何かご用でしょうか。あ、いえ。私はもう属性から離れました。リーウェイ校の事務的な話なら、月海亭に相談してください。
Meine Fischel ist leider noch nicht so stark. Ich habe nicht mal eine C1 Fischel. Ich habe sie nie gezogen. Es gab ein Event, da habe ich Fischel bekommen. Das ist traurig. これが歴史の流れにおける選択です。この前、仙人たちがリーユエコーの監視役を民に引き渡してから、いつかは私もリーユエを離れるのだと悟りました。仙人の血を持つ私は、リーユエコーでの居場所がありません。Song-Li müsste ich aber auch mal leveln. Finde ich auch eigentlich sehr interessant. 手紙を届け、リーユエに戻った後、私の仕事が百分 百行百式に引き継がれていることを知りました。今回の仕事は私をリーユエから追い出す口実なのでしょう。七星がその機会をくれたのなら、きちんと答えないと。 Ich fürchte, du hast da einiges missverstanden. 二人は優しいのですね。でも慰めは必要ありません。 Ja, ich finde Fischl ja jetzt schon so stark. Ohne irgendein C. Also ohne, dass ich irgendeine Konstellation fertig hätte. Aber ich habe bis jetzt ja sowieso immer so ein Only-Waifu-Team. Nur weibliche Charaktere kommen in mein Team. Obwohl der Graf schon sehr viel Spaß macht. Aber Fischl auf C6 zu bekommen, wird ja, denke ich mal, auch irgendwann möglich sein. Ich muss einfach nur, wenn sie mal wieder im Banner ist, ziehen bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, ich ziehe immer die gleichen Charaktere. Wo Xing Xiangling im Banner war, habe ich fast nur Xiangling gezogen. Meine Xiangling ist nämlich schon C6. Das war sie schon beim ersten Banner, wo sie drin war. Und selbst im normalen Banner habe ich sie dann gezogen. Das stimmt. Die Kyo hat sogar, glaube ich, die Kyo hatte so viel Glück beim Ziehen. Sie hat Xiao auf C1. Die hat, glaube ich, ihn einmal gezogen beim ersten Mal. Und dann nach 20 Ziehungen wieder. Acht, neunmal Barbara.
Obwohl auf C6 ist Barbara mega geil. Ich wünschte, ich hätte Barbara auch so aufgezogen. Aber im Eisgebiet nutze ich Barbara nicht gern. Dafür habe ich ja zum Glück noch Jean. Aber ich finde Barbara in Kombination mit Caging auch mega genial. Da kann ich die Gegner auch immer so schön unter Strom setzen. Ich weiß nämlich gar nicht, wer alles so jetzt Heilerfunktionen hat. Ich liebe diese gezeichneten Szenen. Mega geil. Ich finde, es braucht noch mehr Heiler, die auch irgendwie gut heilen. So wie halt Barbara oder Jean. Jean ist ja auch nicht schlecht. Aber wenn halt man auf nur Ult angewiesen ist, zum Beispiel, zum Heilen, wird's schwierig. Noel heilt eigentlich auch ziemlich gut, aber dafür muss man den Schild dann immer haben. Und dann selbst der Traveler kann heilen, aber die ist nicht gut. Traveler halt nur, wenn man mit dem Windschwert welche besiegt. Das ist eine Fähigkeit, die braucht man nicht. So. Ich bin mal gespannt, wie Ganyu hier auch eigentlich aufgebaut ist. Das ist in der Story. Ich schaue mir mal ihre Schwerter dann, also ihre Waffe an. Ihren Bogen. Die hat ja kein Schwerter. Ich würde mir wünschen, dass sie irgendwann sogar auch mal neue Waffentypen reinbauen. Sowas wie Dualklinge oder so wäre mal cool. Obwohl, manche nutzen ja schon ihr Schwert so, als hätten sie zwei. Ja, bei Jean ist ja auch die, also meine Jean hat eine Aufladerate von 200%. Die ist ready, bevor überhaupt der Cooldown weg ist. Bei ihr habe ich auch Aufladerate halt bevorzugt, weil sie halt mit ihrer Ult halt. お二人のお気持ちに応え、少しだけ戦火での修行を体験させてあげてもいいですよ。
やったー。仙人の感覚を取り戻すため、今は龍雲神君が教えてくれた修行をしています。少しあの方の趣味思考が混ざっていますが、仙人を誤解しないでくださいね。難しいのか。あ、いえ、旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです。準備ができたら始めましょう。Ich war gerade etwas verwirrt, was das Spiel von mir wollte, aber klar, Bogen. Ich wollte mir ja die Ganyu anschauen. Ich hätte auch gerne Level 90 Ganyu. Was für eine Waffe hat die denn? Oh, mit so einer Waffe kann ich nicht dienen, aber auf KT, okay. Himmelsflügel. Werde ich nie im Leben bekommen. Wenn, dann im normalen Banner, aber da ist die Chance sehr gering. Oh, dieser Bogen ist perfekt für sie. Alter, was ist denn das für eine geile Waffe? Ich will die haben. Natürlich, ja, natürlich eine 5 Sterne. Also, Jean hatte ja keine 5 Sterne Waffe in ihrer Mission. Sie hatte ja den Favonius. Das habe ich ihr auch hinterher gegeben. Und. Warte mal, wenn Ganyu. Ganyu mit KT? Ach, stimmt. Warte mal, wo ist meine Ganyu? Da. Bei ihr wird ja auch der kritische Schaden immer erhöht. Ich habe einen Bogen mit KT. Also ich finde, der Bogen ist auch gut für so. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum da immer so ein Windding kommt. Das macht der Bogen ja. Hihi. Das ist meine Alternative. Der Bogen kostet 11 Euro. Was? Den Bogen kann man auch so kaufen? Ich dachte, den bekommt man im Banner. Also ab und zu mal. Wie sehen denn die Artefakte aus? Hofritual. Hofritual. Was können die denn? Natürlich hat die einen Angriff von 2960, ne? KT von 79, Alter. Was sind dann das dann für Artefakte, was die hat? Natürlich sind die so perfekt, ne? Natürlich. So ein Artefakt bekommt man niemals. Niemals.
Haben die wirklich 52% KT? Nee. Das ist generell der Bonus, den ich bekomme. Ne? Nicht pro Artefakt, sondern generell der Artefakt-Bonus. Das ist... Hui. Ja. Oh, ich wäre jetzt daneben geflogen, ne? Na, wenn ich sie hier spiele, heißt es, für sie gibt's keinen Dungeon, schade. Ich habe immer so gerne Dungeons gemacht mit denen. Na komm. Ich glaube, das könnte knapp werden. Oh, es könnte knapp werden. Nein! Es ist einfach mega gut, die Pfeile von der. Ein Adapter sein ist nicht einfach. Von Xiao? Ah ne, da habe ich mir die Werte leider nicht angeschaut. Ja, denke ich halt auch. Aber selbst ein KT-Artefakt reicht nicht aus. Die muss wahrscheinlich in allen Werten nochmal KT haben. Und wenn man Glück hat, kann man einen Wert auf ca. 20% KT bringen. Wenn man nur diesen Wert immer bekommt. Nur diesen Wert immer zu bekommen, das ist fast unmöglich. Fast. Ich habe kritischen Schaden auf 20% bei einem Artefakt. Ja, also man kann das Glück haben, aber also ich hab schon bei, glaube, 2 Artefakten immer nur einen Wert hochbekommen. Blöd ist es nur, wenn der Wert dann in der Verteidigung ist. Man braucht zwar Verteidigung, aber nicht so krass.
Es ist immer Verteidigung, ja. Es ist immer Verteidigung. Ich habe auch nicht so gute Artefakte. Aber hier habe ich zum Beispiel kritischen Schaden 20% drauf. Da ist, glaube ich, einmal Elementarkunde hochgegangen, ansonsten nur kritischer Schaden. Na, sonst ist das... Was ist da falsch gelaufen? Da ist LP! Angriff! Ja, das ist nicht ganz so geil. Ja, sag ja, Verteidigung, guck mal an hier. Wir brauchen so viel. Hauptsache, ich hab mal Artefakt auf einem hohen Level. Ja, eben. Nutzt einem nichts, wenn man KT hat. Wenn man kein KT hat. Ja, 15%. Ich will ihr die Waffe geben aus dem Dingens hier. Mit der Waffe. Die ist ja auf KT. Mit der Waffe könnte ich wenigstens die 50% erreichen. Da, das Schwert. Einhänder KT. Die Waffe könnte sogar richtig geil werden. Na, darunter muss ich. Ja. Ich mach das immer einfach. Aber das ist echt krass, das. Was macht der denn hier? Ah, stimmt, da steht ja. Sprich mit Xiao. Ich hab bis jetzt nicht gelesen, was die so geredet haben. Das Geld ist einfach auch schnell weg, wenn man mal Artefakte levelt. Aber ich denke mir halt auch so, wenn ich jetzt ein Artefakt ziemlich hoch habe und was Besseres finde, was ich dagegen tauschen kann, dann ist das Artefakt, wenn ich das plus 20 Artefakte rein tue, auf plus 18 wieder. Und kostet mich kaum was. Ich fände es besser, man hätte dann bei einem plus 20 Artefakt auch plus 20, wenn man plus 20 Artefakte reintut. Das ist
お前の肉体に秘められた潜在能力を探れ。はい、準備はできています。Ja, das stimmt. Also Talente, da... Hier, sie habe ich ja schon... Gerade weil es so teuer ist, mache ich es nicht. Oder teilweise nicht. Obwohl es nützlich wäre. Ich sollte mal jemand anderen hier. Noch nicht. Ich muss noch ein paar Vanilla-Dinger kloppen. Habe ich sie wieder zum Probieren? Ja, das macht den Traveler auch wirklich unfassbar teuer. Ach, wisst ihr was? Es regnet. Und ihr seid nass, also. Ihr seid eh nass. Ihr seid Wasserblobs. Warum kämpfe ich nicht einfach mit Peking? Sollte mal heilen. Nein! Falsch. Falsche Richtung. Wie gesagt, ich finde den Traveler eigentlich klasse. Aber er ist es nicht wirklich wert, ihn so hoch zu bringen mit den Talenten und so. Oh nein, was? Na gut. Seid nicht so flink! Alter, die macht aber auch schon Schaden hier. Na klar. Die hat auch einen krassen Bogen. Ist einfach noch mal. Diese Blobs kann man ja so. Verschwendung. Ich glaube, das ist nicht so geil. Eis mit Blitz. Was mache ich da? Feuer brauche ich. Haut ab da!
kommst du? Ich habe hier ein großes Problem gerade. Löst dich auf. Oh nö. Alter, das sind einfach mal... Sind das fünf? Scheiße. Hilfe! Ich glaube, ich verliere. Ich habe keine Chance mehr. Es sind einfach zu viele. Wer hat sich auch ausgedacht? Wie soll ich das denn schaffen? Meine Sinjan? Ich glaube nur C1, wieso? Ja, bis jetzt hatte ich leider das Glück noch nicht. Ich habe sie halt nur einmal gezogen. Aus dem aktuellen Banner. Und im letzten Banner, wo sie drin war, habe ich sie erst kurz vor Schluss gezogen. Die ist gar nicht gut. Ah, ich werde hier geblitzdingst. Das nützt doch nichts, was mache ich da? Falscher Knopf. Oh, die haben meine Barbara vertauscht. Deswegen verwechsel ich die immer. Sollte ich vielleicht mal drauf achten. Ich glaube, bei ihr habe ich kritisch
einfach nicht so. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich so gerade momentan habe. Auf jeden Fall nicht so stark. Ja, KT habe ich gut, aber kritischen Schaden nicht. Hab halt auch eine KT-Waffe. Die Artefakte halt noch am Anfang. Ja, ich habe nur ein Artefakt auf 20, die anderen alle 0. Na gut, dann noch eins auf 20. LP. Na, da gibt's noch was Besseres. Warum habe ich da LP? Ja, weil ich nichts Besseres hatte. Stimmt ja. Aber KT brauchst du da ja nicht. Kritischer Schaden wäre da eher besser dann. Ja. Wo sind die anderen 5? Weiß nicht, auf wen ich zuerst gehen soll. Es sind so viele. Als nächstes kommt bestimmt so ein... Ah, nee, doch nicht. Haben wir geschafft. Bei manchen Charakteren weiß ich auch gar nicht, auf was ich so wirklich gehen soll. Ich glaube, bei ihr wäre Elementarkunde auch nicht so verkehrt, weil ich sehr viel mit Blitzen auch mache. Ah, das wusste ich noch nicht, dass ihr bei der Ult 100% Crit ist. Es sind so viele Charaktere, ich habe mich noch nicht mit allen befasst. Naja, ich habe ja noch eine Chance zu ziehen. Die letzte, die ich gezogen habe, war Diona. Bei meinem Glück ziehe ich Beidou. Die ist... Beidou, finde ich, ist auf C4, glaube ich, richtig stark. Die habe ich ja schon C5 oder vielleicht sogar schon C6. Aber ich weiß nicht, in welches Team ich so noch stecken soll. Liz spielt ja gerne Beidou. Ich frage mich, welche C sie Beidou hat. Weil, wie gesagt, C4 Beidou ist mega. Magst du spielerisch nicht? Also mir macht Diluc keinen Spaß. Der ist mega stark, aber... Weiß nicht. Was generell so Zweihänder ist nicht so meins. Auch Xinyan. Die habe ich nur im Team, weil sie mir halt optisch gefällt. Also ich mag das Design. Ja.
Aber ich bekomme sowieso, welche solche Charaktere wie Xiao oder Diluc habe, die bekomme ich niemals so stark wie Freunde so stark bekommen, weil ich da mich nicht zu sehr mit befasse, wie ich die am besten level und so. Und ich habe auch nicht die Zeit zu farmen und so. Wenn ich schon sehe, wie der Metal mit Xiao spielt, der macht einen Feuerflugsbaum innerhalb von einer Sekunde fertig. Oder so ein Eisflugsbaum. Da macht er kurz einen Prozess. Eben, der stärkste Charakter bringt nichts, wenn du nicht einsetzen willst. Außerdem, ich find's auch langweilig, wenn jeder immer den stärksten Charakter nimmt. Fast jeder nimmt Diluc. Wenn man Diluc hat oder so. Und nichts anderes Starkes oder so. Ich zum Beispiel habe früher sehr viel mit Ember gespielt, weil ich sie mag. Die ist zwar nicht die stärkste, sogar die schwächste von allen eigentlich. Aber in manchen Situationen fand ich die einfach am besten. Wie zum Beispiel die Elektrohypostase. Die mache ich nur mit Ember. Weil ich die Dinger sonst anders nicht kaputt kriege. In einer Runde. Diluc wird es, glaube ich, auch noch schaffen. Mit seiner Ult. Aber wie gesagt, Diluc. Den habe ich noch nicht mal gelevelt. いえ、彼の態度ではなく、ただ彼の話は確かに一理あると感じたのです。私は絶運の間に戻れる。精一杯修行に励めば、仙人に戻れると思っていました。さっき彼に質問されても、私は。 Ich wüsste ja noch nicht mal, ob ich Xiao überhaupt spielen würde, wenn ich den mal ziehen würde. Ah, der Charakter nach Keijing ist, glaube ich, wieder Feuer, ne? So wie ich das gesehen habe. Nach dem Keijing-Banner. Ja. Wie viele Feuercharaktere? Ich glaube, es gibt mehr Feuercharaktere als andere bis jetzt. Eis gibt's am seltensten, habe ich das Gefühl. Obwohl, nee, Dendro ist am seltensten. Da gibt's nämlich gar keinen. Da bin ich schon gespannt. Ich hab mir das Gameplay nicht angeschaut von der.